Willkommen zurück, liebe Freunde zu Legion. Stella Gosa spricht mit uns, noch am Leben. Wartet, was habe ich gehört? War es, labt euch an den Drachen? Wir müssen gleich Großvater fragen. Sagt Bescheid, wenn ihr zum Aufbruch bereit seid. Wie lang das Leben auch ist, es scheint nie lang genug zu sein. Ja, das ist wahrscheinlich einfach so. Eins der vielen Dinge im Leben, die einfach so sind. Tja, Freunde, wir müssen warten. Wir haben immer noch Lag, leider. Liegt nicht an meinem Internet, liegt einfach am Server, weil so viele Leute gerade spielen. Genau, heute ist nämlich der erste Abend, an dem Legion verfügbar ist und alle Leute, die tagsüber gearbeitet haben, machen jetzt den Computer an und zocken mit uns. Es dauert ein bisschen, aber ist ja nicht so schlimm. Ich mache die Folgen dafür ein bisschen länger. Dann können wir auch länger quatschen. Ich habe nur einen Helm gekriegt. Oh Mann! Ich hätte gern mal einen. Asuna war einst das Zentrum. Was? Sag's nochmal. Seht! Sie nähern sich Großvaters Tal. Nein! Nein! Ey. Es ist noch nicht zu spät. Wir nehmen den Weg durch die Berge, um sie aufzuhalten und. Bitte nicht. Nein! Nein! Sie sind überall! Freunde? Ich spiele nie mehr WoW, wenn die Blaudrachen sterben. Nie wieder. Haltet euch fest, wir fliegen tiefer. Jawohl. Kannst du denen nicht gleich irgendwie einen Feueratem mitgeben oder einen Frostatem oder mir egal? Mach ein paar platt. Du bist ein Drache, Mensch. Mach ein paar platt. Nein! Senegos! Was? Stella Gosa, komm schneller! Könnt ihr meinem Großvater helfen? Diese vielen Verdorben drohen, unsere ganze Brut auszulöschen. Schnell, Ray! Brecht einen Lehrkristall ab und heilt alle verwundeten Drachen, die ihr auf dem Schlachtfeld finden könnt. Ich werde tun, was ich kann, um diese Welblinge zu schützen. Ja, bitte! Die Welpies. Ja, ihr seht im Allgemeinchat. Lag! So ist es. Oh Mann, dabei ist es gerade so spannend. Aber keine Sorge, Freunde. Großvater bleibt nicht mehr. Wir helfen denen trotzdem. Katka, gut, dass du da bist. Einen Weg finden. Ihr habt ihren Anführer umgebracht und sie sind hierher gekommen? Das ist nachvollziehbar. Diese Kreaturen haben es einzig und allein auf Magie abgesehen und sie können sie über große Entfernungen hinweg wittern. Ohne Anführer werden sie sehr schnell verdorren und sterben. In der Zwischenzeit bleibt uns nur, so viele von ihnen wie möglich zu töten, bevor sie die Drachen greifen. Seid auf der Hut. Ihr lasst meine Welblinge in Ruhe, das verspreche ich euch. Da ist irgendwas. Dem können wir helfen. Kommt alle her, ich mache euch alle parallel fertig. Realistisch betrachtet bin ich schon echt eine absolute Schamanin, ne? Druidin wird auch noch passen. So immer für die Natur. Und immer gegen die Menschen. Ja, natürlich nicht pauschal gegen die Menschen, aber gegen die Zerstörung, die sie gerne mal anrichten. So. Hier ist irgendwas, schaut mal. Ah, Verasus, wie können wir dir helfen? Ah, mit dem da. Okay. Alles gut. Ihm geht's besser. Ich glaube, es hackt bei dir. Verpiss dich. So, wir müssen noch ein bisschen weiter heilen. Sehr schön. Ihm geht's wieder gut. Er ist auch topfit. Ich danke euch, kleine Schamanin. Senegos hat gut daran getan, euch zu vertrauen. Ich hoffe es, mein Freund. Ich hoffe es. Lass die Drachen in Ruhe. Du da hinten auch. Mach ich alle gleichzeitig platt. Ist mir egal. Da ist noch ein Verletzter. Sidonu müsste das sein.
Hihi. So. Ah, als ich fiel, sah ich, wie einer der Nachtsüchtigen sich in unsere Höhle schlich. Okay. Emikosa, mein Babychen. Mann, das hat vorhin noch mit uns geredet. Es war vorhin noch voll glücklich, weil wir seinem Papi geholfen haben oder seinem Uropa. So, jetzt brauchen wir dringend ein paar Cooldowns. Da habe ich es ein bisschen übertrieben gerade. Ja, wobei, die meisten sind schon kaputt. Tja, cool. So. Na, ah, geht von dem Drachen runter, ihr Bekloppten! Oh Mann, bloß schnell helfen. Bloß schnell questen, dass es weitergeht. Bitte nicht töten. Emikosa, schnell steh auf, ich muss deinem Opi helfen. Oh Mann, geht doch von ihm runter. Und von mir auch. Und von dem da auch. So, ich glaube, wir haben sie alle. Ja, womit haben wir das nur verdient? Das, da hast du vollkommen recht, Kamera. Das habt ihr nicht verdient. Beobachtet und geht in euch. Mhm. Wenn wir die Setteile zusammen haben, dann ziehen wir das mal an. Hallo? Wenn, Freunde, wenn. Pharaon des Hofstaates jetzt freundlich gegenüber. Als uns gegenüber. Einfach, Emikosa! Hey, wir sind 101. Und wir haben Emikosa bekommen. Oh, ich bin begeistert. Okay, jetzt geht's weiter. Emikosa, oh, wie schön. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ihr könnt sicher helfen. Oh, ich liebe dich. Oh, wie süß. Wir haben Emikosa bekommen. Es gibt Alt und es gibt Senigos. Sedono hat also gesagt, er hätte Nachtsüchtige in die Lake-Grotte gehen sehen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Großvater scheint gut allein zurechtzukommen, naja. Aber der Erzmagier und ich werden ein Auge auf ihn haben. Ihr solltet eurerseits mal in diese Höhle gehen. Wie lang das Leben auch ist, es scheint nie lang genug zu sein. Okay, das ist die Leygrotte. Da oben schwebt ein Stein. Auch nicht schlecht, wieso schwebt der da? Können wir den irgendwie nehmen oder so? Nee. Der ist auch viel zu hoch, da kommen wir echt nicht ran. Okay, schauen wir mal weiter. Hey, Emikosa. Ich habe ganz viele Freunde für dich. Wir haben nämlich 3 Blaudrachen jetzt insgesamt und die mögen sich bestimmt untereinander. Die Nachtgeborenen sind nicht, was sie zu sein scheinen. Ray, seid ihr das? Runas hustet heftig. Ich bin schwach, der Hunger zehrt mich auf. Ich verstehe jetzt, warum euer Drache in diesem Teich liegt. Hust, hust. Aber ich bin gekommen, um euch zu warnen, aber es scheint zu spät zu sein. Ich kann ihn da draußen hören. Aelit ist hier. Tot. Wir beide sind ein gutes Team. Dieser Hunger verzehrt meinen Geist. Ich muss jedes bisschen an Energie aufbringen, um Er versucht. Könnt ihr mich hören, Freund? Er versucht's wirklich. Ich kann euch nicht mehr sehen. Ich denke,
Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Danke, Freund, dass ihr meinen letzten Stunden einen Sinn gegeben habt. Jetzt ist er so ein Monster geworden, schaut mal. Jetzt ist er wahrscheinlich wahnsinnig geworden. Er sagt, ja, es zehrt seinen Geist auf. Jetzt hat er sich wirklich geopfert. Wir hätten ihm doch vertrauen können, aber das weiß man vorher immer nicht. Ich habe in The Walking Dead gelernt, dass man nie vorher wissen kann, ob man jemandem vertrauen kann oder nicht. Mann, ist das schön hier. Also genau so. Ich meine, ich habe mir den Hort der Blaudrachen nie vorgestellt, aber genau so hätte ich ihn mir vorgestellt, wenn ich es hätte vorstellen müssen. Es ist wunderschön hier. So, aber jetzt lasst uns weitermachen. Ja. Jetzt haben wir ihn doch verloren. Senegos ist nur noch sein Geist. Ja, ja! Tretet eure Macht ab, Drache! Diese Teiche gehören nun den Nachtgeborenen. Niemals. Hört mir, kleines Wesen. Das tue ich. Und zwar sofort. Stirb, du Bastard. Entschuldigung. Ich benutze eigentlich keine Schimpfworte im Let's Play, aber der hat's verdient. Keinen Tropfen Magie bekommst du von meinem Drachen. Sollst du ihn in Ruhe lassen, was auch immer du da gerade tust? Lass es. Mistkerl. Drachi, geht's dir gut, bitte? Bitte geht's dir gut. Wir können einander helfen. Ja, auf jeden Fall. Hey, alles okay? Ich bin zwar schwach, doch ich will tun, was ich kann. Gebt euch das mal. Der lacht. So lebendig habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Ray, ihr habt nicht nur meinen Mana-Teich wieder aufgefüllt, sondern auch meine Brut gerettet. Das werden wir niemals vergessen. Die Blauen von Asuna stehen tief in eurer Schuld. Oh, wie geil. Drum bekommen wir auch Senegos Gunst. Also, Azurschwingen-Arglist. 5 Gegenstandsstufen plus die Erde erzittern. Erhöht den verursachten Schaden. Ein Totem des Erdbebens. Sowas habe ich gar nicht. Erhöht die von heilende Woge hervorgerufene Heilung. Ja. Ich heile mich oft. Ist euch sicher schon aufgefallen. Ja, dann warten wir mal ein bisschen. Und schauen uns den coolen Drachen nochmal an. Den hätte ich gerne als Reittier. Er ist viel zu cool für Reittier. Echt. Voll. Gutes Deutsch heute. Der ist zu gut für Reittier. Senegos Gunst. Wo haben wir's denn? Mein Ohr juckt. Und wenn ich dran kratze, dann klappern meine Ohrringe. Ist lustig. Okay, passt auf. Hier, Senegos Gunst. Umschalt rechts. Ich habe nur noch nicht so ganz kapiert, was jetzt der Unterschied da ist. Wartet mal. Stürmisches Artefaktrelikt. Und was ist das? Ein frostiges Artefaktrelikt. Und das ist wieder ein stürmisches. Feuer haben wir gar nicht. Wann bekommen wir eigentlich Punkte hierfür? Hallo? Wieso geht das nicht?
Ach, und wir haben Artefaktmacht, schaut mal. Wieso geht das nur nach oben? Flammenschock ist gut. Jedes Mal, wenn ihr Lara-Eruption einsetzt, wird die Abklingzeit vom Feuerelementar verringert. Ja gut, langfristig macht das auch ein bisschen Schaden. Erhöht den von Elementarüberladung verursachten Schaden. Das müsste der... Ist das der der Donnerschock? Wie komme ich jetzt auf Donnerschock? Pikachu, Donnerschock. Nein, ist das der Erdschock? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, wenn unsere Gesundheit sinkt, heilt uns die Faust. Das ist eigentlich nicht so toll. Also ich persönlich mag es nicht. Kettenblitzschlag hat eine Chance, 10% bei jedem Ziel Elementarüberladung hervorzurufen. Ich würde fast in Richtung Feuer gehen, Freunde. Ich bin ein absoluter Lava-Eruptionsfaschist. Erhöht den Schaden von Lava-Eruption, genau. Schaden? Schaden. Also die beiden brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, ich würde jetzt hier oben lang gehen, ne? Das erhöht Flammenschock. Den brauchen wir ja auf dem Ziel, wenn wir die Lava-Eruption verwenden wollen. Heilende Woge, genau. Ah, das kann man nur in der Ordenshalle. Ist ja gut. Aber das Ding ist jetzt drin, ja? Nochmal schauen. Ja, das ist drin. Gut. Wir sind hier fertig, Freunde. Oh, ist das schön. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge mal hier an der Stelle. Mit einem schönen Bild. Mit einem schönen Foto von Xenigos. Es gibt Alt und es gibt Xenigos. Hier gefällt es mir. Aber leider müssen wir jetzt wieder zurück. Die Dämonen warten auf uns, Freunde, in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut.